Sie hören den Kurier. Am Sonntag geht die Türkei in die erste Stichwahl des Landes. Es geht um das Amt des Präsidenten der Türkei zwischen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und seinem Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu. Warum syrische Flüchtlinge zum Wahlthema geworden sind und wie es nach der Wahl weitergehen könnte, erzählt die in der Türkei lebende Journalistin Marion Sendker im Kurier Daily Podcast. Mein Name ist Nina Özelt. Danke, dass Sie zuhören. Marion Sendker ist freischaffende Journalistin, die in der Türkei lebt und sie ist gerade in einem der betroffenen Erdbebengebiete auch angekommen. Deswegen könnte es auch ein wenig lauter sein. Vielen Dank, dass Sie die Zeit finden für uns. Ah, sehr gerne. Ich freue mich. Am Sonntag wird also zum zweiten Mal gewählt in der Türkei. Es ist die Stichwahl. Wie ist denn die Stimmung allgemein im Land? Ja, die Stimmung ist wechselhaft. Also direkt nach der ersten Wahlrunde gab es überall große Enttäuschung, weil doch sehr, sehr viele auf den Wechsel durch die Opposition gehofft hatten. Das war so der Eindruck. Gerade in Großstädten war das so. Viele waren niedergeschlagen und haben Hoffnung verloren, haben gesagt, ich werde nicht mehr losgehen, nicht nochmal wählen, weil jetzt ist die Wahl sowieso schon verloren und Erdogan hat gewonnen. Und ich finde, es hat sich jetzt so ein bisschen gewendet. Also es gibt wieder ein bisschen mehr Mut und das liegt vor allem, denke ich, daran, dass der Oppositionsführer, der große Herausforderer von Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu, der hat so ein bisschen die Strategie jetzt geändert und tritt viel härter und radikaler und auch nationalistischer auf als vorher. Mhm. Interessant ist auch, Sie sind im Erdbebengebiet. Das ist ja nicht so lange her, 3 Monate nach diesen verheerenden Erdbeben. Mehr als 50.000 Menschen sind gestorben. Das muss ja noch alles in Trümmer liegen, wenn man sich das so vorstellt. Wie geht es den Menschen jetzt dort? Wie wählen die jetzt auch noch dort noch einmal das zweite Mal? Ist da überhaupt noch Motivation? Haben Sie mit den Menschen dort geredet? Ja, ich habe mit vielen Leuten dort gesprochen, die noch in Zelten leben, die auch nicht in Container können, weil es nicht für alle Container gibt. Und die sagen zum Beispiel, wir haben kein Trinkwasser mehr hier, wir haben kein richtiges Klo, wir haben keine Dusche. Und was mir auch aufgefallen ist, viele Kinder und Jugendliche werden gerade nicht beschult. Also einer hat mir erzählt, dass seit Monaten der Schulbus nicht mehr kommt, dass ihre Bücher noch verschüttet sind, dass sie keine Hilfe bekommt. Andere, bei denen ja ist die Schule zu, weil die Lehrer tot sind oder weg sind. Und die Universitäten dort sind auch, werden immer noch vom Katastrophenschutz benutzt. Das heißt, es gibt zwar Fernunterricht, aber da nehmen, so wie ich das mitbekomme, auch nicht mehr alle dran teil. Also es ist immer noch eine Ausnahmesituation vor Ort. Mhm. Viele haben ja auch gesagt, Hilfeleistungen sind nicht gekommen, nicht ausreichend gekommen. Ist die Wahl jetzt dann noch wichtiger oder ist sie unwichtiger? Und gibt es diesen, sagen wir jetzt mal, Hass auf Erdogan, den es ja kurzfristig auch, der wurde so wahrgenommen, weil ja die Korruption so groß war, die Hilfeleistungen nicht gekommen sind. Ja. Oder ist das andersrum? Wie ist das genau in diesem Erdbebengebiet? Das ist ganz, ganz spannend. Also die meisten Bereiche im Erdbebengebiet, die meisten Provinzen und Städten wurde Erdogan mit einer großen Mehrheit gewählt. Auch seine Partei, die AKP, wurde dort mehrheitlich wieder gewählt, trotz der massiven Kritik, die es eben in den ersten Wochen nach dem Erdbeben gegeben hat. Aber ich glaube, das Erdbeben ist schon zu lange her, dass diese Wut da jetzt wirklich noch gegen die Regierung was ausrichten könnte. Wenn das Erdbeben jetzt vor ein paar Wochen gewesen wäre, sähe das ganz bestimmt anders aus. Mhm. Das ist eine Sache. Viele sagen auch, die Regierung hat schon angefangen, neue Häuser zu bauen. Das stimmt auch. Seit 2 Monaten wird da gebaggert, es werden Betonwände hochgezogen und das sehen die Leute halt. Und das bestätigt sie eben darin, dass ihr Präsident ein Macher ist, während die Opposition natürlich nur Versprechungen macht. Aber sie kann ja auch nichts anderes machen, weil sie ist ja die Opposition. Also was soll sie da tun? Aber viele Leute sind dann damit eben zufrieden und sagen, der uns hilft, der uns was zu essen gibt, der uns auch Jobs gibt, denn sehr viele Leute sollen dort auch ohne Ausbildung jetzt zu Bauarbeitern gemacht worden sein. Das sagt die Opposition. Das heißt, die bekommen jetzt auch Geld für eine gewisse Zeit. Das heißt, sie und ihre komplette Familie, die sie mit diesem Geld eben durchbringen, werden wieder für Erdogan wählen oder haben für Erdogan schon gewählt und wollen wieder weiter für Erdogan wählen. Aber es gibt schon auch eine gewisse Kritik dort. Die wird sehr vorsichtig nur geäußert. Also ich habe
schon den Eindruck, dass viele Leute auch Angst haben, was zu sagen. Mhm. Also vor Repression, dass sie Ärger bekommen, dass sie angeschwärzt werden von anderen Erdogan-Anhängern, wenn sie Kritik üben. Also die Situation ist schon ziemlich angespannt. Und was auch sehr viele gesagt haben, ist, dass Erdogan eben, sie behaupten, dass Erdogan nicht in den Erdbebengebieten gewonnen hat, dass er dort nicht die Mehrheit hatte, weil es eben immer noch Vorwürfe von massiver Wahlmanipulation gibt. Also jeder hat im Grunde ein paar Videos auf dem Handy, die zeigen, wie in Wahllokalen einfach blind Stimmzettel von den Wahlhelfern genommen wurden und alle eben mit Erdogan bestempelt wurden oder dass das sogar Tote abgestimmt haben sollen, die beim Erdbeben umgekommen sind und dass die Zahlen der Menschen, die Stimme abgegeben haben, dass sie viel höher sein soll als die Zahl der Menschen, die tatsächlich noch vor Ort leben. Und das sind halt viele, viele Ungereimtheiten. Aber es gibt halt eben keine handfesten Beweise dafür. Und der Hohe Wahlrat, der eben darüber auch entscheidet, ob Beschwerden, die eingereicht wurden, zu Tausenden, ob die angenommen werden, der steht eben der Regierung nahe. Das heißt, der hat auch einige Beschwerden eben abgelehnt. Und deswegen sieht es jetzt eben so aus, als hat oder dass Erdogan dort gewonnen hat. Also die Wahlmanipulation wird auch im Erdbebengebiet diskutiert oder eben nicht diskutiert, weil sie sich gar nicht trauen. Sie wird schon diskutiert, schon groß. Ich habe gestern mit einem AKP-Anhänger gesprochen. Ihm wurde ein Video gezeigt, wo eben Wahlfälschung dokumentiert sein soll. Und er sagte dann nur auch so ein bisschen betroffen und unschlüssig, ja, ich weiß nicht. Also, aber wenn das stimmt, dann ist es eine Sünde und das darf nicht sein. Mhm. Aber ich traue nur dem, was ich selbst gesehen habe. Mhm. Also auch so ein bisschen Wunschdenken mit dabei. Und wie werden jetzt diese Wahlen am Sonntag ablaufen in der Türkei? Ja, im Westen heißt es ja gerade sehr viel, in der westlichen Presse lese ich sehr viel, dass die Wahlen in der Türkei zwar nicht fair sein sollen, weil der Wahlkampf alles andere als fair ist, er war sehr unfair, aber dass sie zumindest frei sein sollen. Und genau das würde ich nicht sagen. Also nach allem, was ich hier gesehen und gehört habe, hat die Türkei gerade weder faire noch freie Wahlen gehabt. Und das könnte sich jetzt eben auch, da gibt es die Befürchtung, dass sich das jetzt für diesen Sonntag eben fortsetzt. Also dass die Menschen da eben nicht so frei bestimmen können, wen sie wählen, sondern es gibt schon sehr viel Druck hier, indirekten Druck. In manchen Teilen kommt der Druck von Sicherheitsbeamten, woanders kommt er vielleicht vom Arbeitgeber oder von der Familie etc. Also es wird eine sehr, sehr schwierige Wahl werden. Okay. Dennoch gehen die Leute weiterhin zur Wahl. Wie wählen sie jetzt dort? Schwer zu sagen, unentschieden. Also wahrscheinlich wird auch dort wieder die Mehrheit eben für Erdogan von der AKP stimmen. Also es wird zumindest so dargestellt. Aber ich finde es wahnsinnig schwierig, das vorherzusagen, weil die Atmosphäre doch sehr angespannt ist und sehr gespalten ist. Die Bevölkerung dort ist auch sehr gespalten, wie im ganzen Land überhaupt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man den offiziellen Zahlen da wirklich so genau trauen kann. Aber es sind eben die offiziellen Zahlen, wir haben nichts anderes. Mhm. Im Ausland wird es auf jeden Fall jetzt so kommentiert, dass nach diesem ersten Wahl am 14. Mai jetzt das nächste Wahl am 28. Mai für Erdogan ausgehen wird. Das ist sozusagen das, was die Experten im Ausland sagen. Jetzt ist auch noch dieser Ultranationalist, der ja der dritte Kandidat wurde bei der vorigen Wahl, hat sich jetzt geäußert, dass er sozusagen hinter Erdogan steht. Wie schätzt man das jetzt ein? Er sagt seinen Wählern, wählt Erdogan. Er vertritt die Interessen, die ich als Rechtsextremer sozusagen auch vertrete, wählt ihn. Wie wird das wahrgenommen? Das wird gar nicht so groß hier wahrgenommen, weil der dritte Kandidat der ersten Runde, er heißt Sinan Oğan, ja, er hat mehr als 5% der Stimmen bekommen. Das sind ungefähr 2,5 Millionen Wähler, die ihn gewählt haben. Aber es sind vor allem viele Protestwähler gewesen, die weder mit Erdogan noch mit Kılıçdaroğlu etwas anfangen konnten. Und wir können nicht davon ausgehen, dass all diese 2,5 Millionen Leute jetzt auch für Erdogan wählen, nur weil Sinan Oğan das gesagt hat. Denn wir müssen mal gucken, wer ist dieser Sinan Oğan, wer ist dieser dritte Kandidat? Ja? Er sagt, er ist ein Ultranationalist, ist aber zweimal schon aus der ultranationalistischen Partei rausgeworfen worden. Er hat sich einmal wieder reingeklagt und ist dann wieder rausgeworfen worden, weil sie ihn eben nicht für aufrichtig und für ehrlich halten. Dann wurde er wahrscheinlich von der ultranationalistischen Seite, von anderen kleinen Parteien, die es dort gibt, als Kandidat benutzt, einfach nur um ihn als Dritten reinzuwerfen, und wurde
dann jetzt, das sagen hier sehr viel an Erdogan verkauft. Also auch, dass er da diesen Switch macht. Erst auf der einen Seite, dann geht er zu Erdogan. Das kaufen ihm halt viele hier einfach nicht ab. Denn gerade die Nationalisten und Ultranationalisten sagen, wer mit Erdogan zusammen ist, der kann kein richtiger Nationalist, der kann auch kein Ultranationalist sein. Und da gibt es gerade aus der ultranationalistischen Szene gibt es andere Akteure, die sehr, sehr wichtig sind. Einer von ihnen ist so ein war früher der Chef der Plattform der türkischen Grauen Wölfe, die heißen Ülkücüler in der Türkei. Der ist zum Beispiel vor der ersten Wahlrunde, ist er nach Zypern gefahren für eine Woche und hat dort Wahlkampf gemacht für die Opposition. Und Nordzypern, wo ja auch eben abgestimmt wird in Nordzypern, dort haben dann die Leute erstmals nicht mehrheitlich pro Erdogan gewählt, sondern mehrheitlich für die Opposition gestimmt. Und dieser Mann zum Beispiel ist jetzt auch fast jeden Abend im Fernsehen, gibt Interviews, macht viele Talkshows. Und er und eben die anderen Grauen Wölfe, Ultranationalisten, die machen doch gerade einen sehr interessanten und starken Wahlkampf für die Opposition. Und daran werden sich wahrscheinlich auch mehr Nationalisten orientieren und nicht eben an dem Drittplatzierten. Das heißt, es könnte doch dem Sozialdemokraten zugutekommen. Ja, wobei ich mit dem Wort Sozialdemokraten ein bisschen vorsichtig wäre. Also das versteht man hier in der Türkei anders als in Österreich und auch als in Deutschland. Die Partei von Kılıçdaroğlu, die CHP und er selber auch, die sind natürlich gerade was Innenpolitik angeht eher linksgerichtet, eher sozialdemokratisch aufgebaut, aber es gilt als Partei der Eliten. Das ist ja die älteste Partei im Lande. Atatürk selber, der Staatsgründer, hat sie damals ins Leben gerufen. Und auch wenn diese Partei linksgerichtet ist, heißt es nicht, dass sie nicht patriotisch-nationalistisch ist. Auch Kemal Kılıçdaroğlu, der Herausforderer, ist auch ein, oder sagt zumindest auch, dass er ein Nationalist ist. Er hat seine nationalistischen Reden jetzt noch viel mehr verstärkt, weil das einfach der wichtigste Faktor neben Religion hier in der türkischen Politik ist, um wirklich Massen zu bewegen. Aber auch er und auch seine CHP waren nie nicht nationalistisch. Das ist eben jetzt auch ein Thema, dass es sozusagen hier diesen klaren Rechtsruck gibt. Also man hört ja auch schon, Nationalismus ist der Wahlgewinner, war jetzt so eine Schlagzeile, weil eben vor allem das Thema Migration, eine Anti-Flüchtlingskampagne auch eben von dieser Seite kommt. Ja, in der Türkei ist Nationalismus nichts, was der rechten Seite gehört. Deswegen ist es, wird es ja auch nicht als Rechtsruck verstanden von den meisten Menschen der Bevölkerung, sondern einfach nur als Nationalismus, als stärkerer Nationalismus. Und man kann sagen, das ist so ein bisschen so der Kitt, der das Land auch etwas zusammenhält. Also es gibt hier einen ganz, ganz starken nationalistischen Reflex. Man sieht das jedes Mal, wenn es Ärger im Ausland gibt. Zum Beispiel mit Griechenland gibt es ja ungefähr einmal im Jahr Stress. Und dann halten auf einmal Oppositionelle und auch Erdogan-Kritiker halten sogar zu der Regierung. Und es ist völlig egal, wer dann eben in der Regierung ist. Ob das jetzt Erdogan ist, Merdogan, Ahmed, Mehmet, völlig egal. Man hält dann eben zur Regierung, zum Staat, zur Nation, weil eben dahinter eine große, historisch gewachsene Angst vor Zersplitterung steht. Dafür, dass das Land ja aufgesplittert, aufgeteilt werden könnte. Und sobald eben dann die Gefahr von außen gebannt ist, fangen die Leute auch wieder hier im Land auch wieder an, sich zu streiten und gehen wieder auseinander. Aber das ist so dieser nationalistische Reflex, der eben links und rechts vereint. Die einzige große Ausnahme, die es da in der Parteienlandschaft gibt, ist eben die pro kurdische HDP, die tatsächlich eher antinationalistisch gesinnt ist. Also es ist ja auch Stichwort politischer Islam ein Thema, ohne Religion geht's irgendwie nicht. Und das hat ja auch oft eine Feindlichkeit gegenüber der Kurden über. Das ist ja auch im Wahlkampf spürbar gewesen. Wie sehen Sie das? Ja, neben dem Nationalismus ist der politische Islam so, dass das zweite große Ding hier in der Türkei, womit Wahlen gewonnen werden. Und gerade Erdogan hat es eben geschafft, den politischen Islam auch mit Nationalismus ein bisschen zu besetzen, auch wenn er kein genuiner, kein aufrichtiger Nationalist ist und hat eben so viele Leute angezogen. Er hat vor einigen Jahren auch viele kurdische Stimmen bekommen, weil er sich eben dafür Versöhnung eingesetzt hat. Mittlerweile wissen die Kurden aber auch, dass das nur ein, oder werfen vor, dass das nur eine Taktik war, ein Spiel war. Die Unterstützung oder Nicht-Unterstützung vor allem der Kurden, also die haben ja jetzt in der ersten Wahlrunde in den kurdischen Gebieten, wurde massiv die Opposition, massiv Kılıçdaroğlu gewählt. Das hat weniger mit Religion zu tun, sondern eher mit Politik der Versöhnung. Und da hat man eben gesehen, dass Erdogan gerade mit seinem politischen Islam viele auch bekennende und fromme Muslime gegeneinander aufgebracht hat.
Also hier haben mir schon viele Leute gesagt, wir sind Sunniten, meine Freunde sind Aleviten, aber wir halten zusammen. Aber die Politiker der Regierung wollen, dass wir gegeneinander vorgehen wieder, wie früher. Mhm. Und das wollen wir nicht. Und man kann vielleicht sagen, dass Erdogan das ein bisschen zu sehr radikalisiert hat und ein bisschen zu sehr auf die Spitze getrieben hat. Gerade jetzt auch mit seiner Wahlallianz, mit der er eben auch jetzt in der zweiten Runde antritt, da ist eine kurdisch-sunnitische Kleinstpartei dabei. Mhm. Die Hüdapar heißt sie es. Ja. Manche in der Türkei sagen, dass sie Verbindung zur Bewegung Hisbollah hat, nennen sie Terroristen etc. Da offiziell darf man das natürlich so nicht sagen. Aber die Vorwürfe gibt es ganz massiv. Und mit denen hat Erdogan sich jetzt verbündet. Und das wirft natürlich auch hier gerade sehr, sehr viele Fragen auf. Mhm. In Österreich, auch in Deutschland, wird die Wahl auch groß diskutiert. Sie ist sehr präsent. Bei uns wird aber vor allem gesprochen die Auslandstürken, ja, und immer wieder diese Thematik, dass man diese Stimmen, vor allem von Seiten von amtierenden Präsidenten Erdogan, versucht hat, diese Stimmen für sich zu gewinnen. Wird das auch in der Türkei thematisiert, die Auslandstürken, wenn man das ja so sagen kann? Oder ist das gar kein Thema? Und wie wird das auch angesprochen? Weil Erdogan steht ja noch immer für diese türkische Identität, die er ja einen will. Ja, ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich finde es spannend, dass gerade, also bei den letzten Wahlen vor ein paar Jahren war es jetzt nicht so ein großes Thema, aber gerade jetzt hört man von allen Seiten im Land doch immer wieder die Frage, bekomme ich jetzt als Ausländerin, als Deutsche auch ganz viel, warum stimmen die Türken bei euch in Deutschland, bei euch in Österreich, bei euch im Ausland so viel für Erdogan? Also es wird sehr stark wahrgenommen, viele regen sich darüber auf und sagen auch, okay, im Westen stimmen sie für eher linke Parteien, genießen dort die Demokratie, genießen die gute Wirtschaftslage und hier unterstützen sie dann eben diese autoritäre Regierung. Wie passt das zusammen? Also es wird schon sehr, sehr stark wahrgenommen. Man regt sich massiv darüber auf und ich denke, dass einer der wichtigsten Gründe, den haben Sie auch gerade schon angesprochen, warum viele im Ausland sich dann doch eben für Erdogan entscheiden, obwohl sie gar nicht in der Türkei leben und gar nicht so diese Verhältnisse richtig am Leib jeden Tag mitbekommen, ist die Identität. Denn Erdogan hat immer gesagt und sagt es auch immer noch, ich bin für euch da, ich bin euer Präsident. Was er damit meint ist, wenn euch jemand etwas tun will, wenn jemand euch etwas Böses will, dann werde ich euch beschützen. Und ihr seid meine Türken. Mhm. Also das ist ein krasser Integrationsstopper natürlich. Aber er füllt damit eben auch ein Loch und ein Bedürfnis der Menschen im Ausland. Er beantwortet damit die Frage, wer bin ich denn jetzt? Bin ich ein Türke, bin ich ein Deutscher, bin ich ein Österreicher? Und er sagt, ihr seid von mir, ihr seid meine Leute. Und das kommt halt wahnsinnig gut an. Plus es gibt wahnsinnig starke Propaganda. Und die über die türkischen Sender läuft, die Mehrheit davon, weit mehr als 90%, stehen der Regierung nahe, gehören zum Teil Regierungsanhängern und werden eben auch im Ausland konsumiert. Und dadurch wird natürlich die Propaganda nochmal verstärkt davon, dass Erdogan eben der große, starke Führer ist, dass er so viele Sachen baut, also Straßen, Tunnel, alles Mögliche baut, Kriegsschiffe baut und so weiter und so weiter. Und da fühlt man sich eben stark, dass das gibt ein Selbstbewusstsein. Zumindest in Österreich und in Deutschland ist das ein großes Thema, dass hier die Beteiligung sehr hoch war und dass 65% waren es in Deutschland, die sich für Erdogan ausgesprochen haben, die Stimme bei ihm gesetzt haben. Jetzt gibt es zum Beispiel auch einen Professor in Deutschland, der heißt Burak Çopo, der leitet das Zentrum für Radikalisierungsforschung in Deutschland und der sagt, das Problem ist, in der Türkei fehlt die Aufarbeitung der Geschichte, dass sozusagen keine Aufklärungsarbeit gemacht wurde über die Pogrome, zum Beispiel an den Juden, Griechen, Aleviten oder auch der Völkermord an den Armeniern. Und daher existiert nicht diese Kultur, der Erinnerungskultur, Demokratiekultur und deswegen werden Minderheiten noch immer schlecht im Land behandelt. Zum Beispiel ist Kemal Kılıçdaroğlu ja auch ein Alevit. Ist das auch Teil, im Wahlkampf wird das auch besprochen? Es wird wenig besprochen. Also es gibt gewisse kleinere Kreise, wo das natürlich immer Thema ist, ob Wahlkampf ist oder nicht. Aber in diesem Wahlkampf hat das weniger eine Rolle gespielt. Und das liegt vor allem an der Strategie der Opposition, denke ich, auch an Kılıçdaroğlu's Strategie, die sehr auf Versöhnung gesetzt hat. Also sie hat in sehr viral gegangenen Clip bei Twitter, hat er einmal dazu Stellung bezogen, dass er Alevit ist. Und er hat einfach nur gesagt, ich bin das.
Ich bin auch, also er hat gesagt nach Motto, ich bin auch stolz darauf, aber niemand kann etwas dafür, welche religiöse oder ethnische Identität er eben hat. Diese Identität ist etwas, das wir schützen müssen, aber wir können nichts dafür. Das, wofür wir etwas können, ist, ob wir ein guter oder ein schlechter Mensch sein wollen, sein werden. Ob wir rechtschaffen sind, ob wir lügen, ob wir stehlen oder ob wir all das eben nicht machen. Und darauf setzt er den Fokus und das kommt nach den Jahren der Identitätspolitik, die Erdogan hier massiv betrieben hat und die auch das Land extrem polarisiert und gespalten hat, kommt es doch bei einer großen Masse, ich würde sogar sagen, bei etwas mehr als der Mehrheit der Bevölkerung, kommt das extrem erlösend an und hat zu so einem Aufatmen eben vor allem vor der ersten Wahlrunde geführt. Jetzt, nachdem er seine Rhetorik ein bisschen verstärkt hat und nationalistischer geworden ist, gibt es da schon auch einige Gruppen, die nachfragen, gerade aus Minderheiten, Kreisen, ethnisch, vor allem ethnischen, weniger religiösen, hört man dann schon so Nachfragen, wie ist das jetzt gemeint und ist er immer noch der Versöhner? Aber man kennt Kılıçdaroğlu hier auch schon seit Jahren, er ist seit 13 Jahren, ist er Chef der größten Oppositionspartei und man kennt ihn als einen sehr sanften, ruhigen Mann und ich denke, viele, die der Opposition nahestehen, auch eben aus den Minderheitengruppen, die wissen, dass das natürlich jetzt erstmal nur eine Wahlkampfstrategie von ihm ist und hoffen, dass sie eben unter ihm dann aufatmen können. Und dass es dann natürlich auch irgendwann zu einer anderen Aufarbeitungskultur hier kommt. Denn ein großer Streit in der Türkei ist immer noch, welche Geschichte. Also es gibt verschiedene Variationen derselben Geschichte. Und da gibt es natürlich einiges noch zu tun. Es wird auch vorangetrieben von manchen Gruppen, ist aber eben jetzt in den letzten Jahren natürlich unter der Regierung Erdogan zum Teil auch ein bisschen zum Erliegen gekommen. Es gab viele Leute, die sich darum bemüht haben, mussten aus diesen oder aus anderen Gründen ins Gefängnis gehen etc. Die ethnischen Unterschiede hier im Land waren seit Republikgründung immer auch ein Politikum, ein politisches Mittel, mit denen den Massen angetrieben wurden. Also es war immer so ein bisschen dieses Bild vom Wir gegen die anderen, das geschürt wurde. Nur wer wir ist oder wer die anderen sind, das variiert halt. Das kann halt in einem Jahr kann das die Gruppe sein, sonst wir im nächsten Jahr sind wir die andere Gruppe. Also damit wird bunt herumgespielt, gerade wie es eben passt. Mhm. Aber es steht außer Frage, derzeit hat sozusagen Kılıçdaroğlu gesagt, er möchte alle Flüchtlinge nach Hause schicken, sobald er an die Macht komme. Das waren sozusagen die Worte, die er gesagt hat. Und damit meint er, welche Gruppe meint er da, die syrischen Flüchtlinge? Er meint insbesondere die syrischen Flüchtlinge, die syrischen Migranten. Er hat das aber auch schon vor der ersten Runde gesagt. Also er verspricht das schon sehr lange und damit trifft er auch einen Nerv der Menschen hier. Laut verschiedenen Umfragen sind 70-80%, also je nach Institut, 70-80% der Menschen gegen den Verbleib der vielen Syrer hier im Land. Also es gibt Vorwürfe, die zum Teil auch politisch nochmal vorangetrieben und angestachelt wurden, dass die Menschen, die Migranten, den Türken die Arbeitsplätze wegnehmen, dass sie vor allem die türkischen Frauen angreifen und dass sie das Land irgendwann übernehmen und zersplittern wollen. Und das tangiert ja wieder diese Grundangst hier bei vielen Leuten im Land, diesen nationalistischen Reflex. Und man darf das nicht direkt mit Rassismus verwechseln, weil gerade zu Beginn, als die Leute kamen, war die Mehrheit der Gesellschaft unglaublich gastfreundlich. Das ist sie auch jetzt noch. Also egal, ob jetzt links, rechts, islamisch oder säkular, die Menschen sind eher sehr, sehr gastfreundschaftlich. Und ich meine, die türkische Gesellschaft besteht aus 40-50 verschiedenen ethnischen, religiösen Gruppen. Also man lebt ja einfach zusammen. Also Rassismus hat es hier viel, viel schwieriger als eben im Westen Europas. Aber er macht jetzt natürlich eben auch mit dieser Flüchtlingspolitik, macht er eben ja jetzt auch Wahlkampf. Er hat zum Beispiel, was er geändert hat, ist nicht nur, es ist sein Wortlaut und aber auch die Nummern, die Zahlen. Vorher hat er von 3-4 Millionen Menschen im Land gesprochen, die syrisch sind und die, von denen er mindestens die Hälfte in den kommenden 2 Jahren zurückschicken möchte. Jetzt spricht er von mindestens 10 Millionen. Erklärt aber nicht, woher er die Zahl hat, aber den Leuten ist es eigentlich egal, welche Zahl das ist. Also sie sagen einfach, zu viel ist zu viel. Also ist es auch etwas, was wirklich im ganzen Land angenommen wird und man hat wirklich das Gefühl, es ist zu viel. Das ist ja auch etwas, was man in Europa, in anderen Ländern wahrnehmen kann.
Aber in der Türkei würde ich sagen, ist es stärker nach meinem Eindruck, viel, viel stärker. Also die Antipathie gegen gerade die syrischen Migranten, weil es hat halt auch keine Integration stattgefunden, weil man immer dachte, die gehen ja irgendwann wieder zurück. Auch die Wut ist gewachsen, weil mehrere hunderttausend sollen die türkische Staatsbürgerschaft bekommen haben. Manche sagen, dass sie noch nicht einmal richtig türkisch können würden. Was werfen sie ihm vor? Und die sagen eben, dass das Präsident Erdogan diese Menschen auch benutzen würde. Er würde ihnen die türkische Staatsbürgerschaft geben, damit sie ihn nachher eben wählen. Und auch deswegen sind viele Leute einfach sauer und wollen, dass die Syrer wieder zurückgehen. Und Erdogan selbst hat immer gesagt, dass sie bleiben können, hat dann ein paar Monate vor dem Wahlkampf, als er gemerkt hat, dass sich die Stimmung im Land ändert, hat er gesagt, nee, ich schicke die auch zurück. Mhm. Und jetzt gibt es mal eine Aussage, dass die zurückgeschickt werden sollen, kontrolliert. Dann gibt es wieder eine relativierende Aussage nach dem Motto, wir gucken mal, was eine wichtige Botschaft für Brüssel ist, denke ich. Denn Europa dürfte kein Interesse daran haben, dass die Türkei die Leute wieder zurück nach Syrien bringen möchte. Denn dann muss Europa sich ja auch mal wieder bemühen und einmischen in die Politik hier und mitmachen und überhaupt mal eine Türkei-Politik aufbauen und wieder das Land ernst nehmen. Mhm. Klar, in dem Fall ist ja die Türkei eine verlängerte europäische Grenze in einem anderen Blickwinkel. Und Erdogan ist, wie steht er jetzt dazu, wenn er jetzt, hat er jetzt einen anderen Gegenspieler auch nochmal bezüglich eben dieser Thematik. Welche Strategie fährt er jetzt? Ja, ich finde, er eiert so ein bisschen rum, wenn man das mal so salopp sagen kann. Mal sagt er auch, dass er alle Menschen zurückschicken möchte, aber auf eine menschenfreundliche Art und Weise, also das auch ganz kontrolliert machen möchte, erklärt das dann ungefähr, wie er es macht, nennt dann auch Zahlen, wie viele hunderttausend Syrer unter ihm schon zurückgekehrt sind in die nach Syrien aus der Türkei. Mal sagt er, wir schauen mal, wie wir das machen, betont dann aber immer wieder diese Menschlichkeit, die eben bei diesen Rückführungen passieren soll und versucht dem Ganzen mit so ein bisschen mehr Milde, gespielter Milde zu begegnen. Mhm. Was könnte jetzt der eine oder der andere für das Land bedeuten, wenn es jetzt am Sonntag die Entscheidung fällt? Nee, erstmal egal, wer gewinnt. Man muss davon ausgehen, dass sich die wirtschaftliche Lage vor Ort kurzfristig massiv verschlechtern wird. Das liegt insbesondere daran, dass eben jetzt gerade für den Wahlkampf viele staatliche Mittel eben auch genutzt worden sind, auch für Erdogans Wahlkampf eingesetzt worden sind. Also man rechnet damit, dass die Preise explodieren werden, dass der Wert der Währung Lira sich dramatisch verschlechtern wird um mindestens 30%. Das sagen eben die Ökonomen von verschiedenen Seiten. Und dann muss man schauen, also wenn Kılıçdaroğlu an die Macht kommt, dann dürfte sich das komplette System hier ändern. Also er will ja alles anders machen, als Erdogan es gemacht hat. Er steht für Pressefreiheit mehr, dafür, dass politische Gefangene, dass die auch endlich aus dem Gefängnis rauskommen oder dass zumindest ihr Prozess mal beendet wird und dass sie dann rauskommen können. Für eine Unabhängigkeit der Justiz, für eine geordnete orthodoxe Wirtschaftsführung, für mehr Verlässlichkeit auch in der Außenpolitik. Es wird wahrscheinlich kein Bruch jetzt mit Russland oder so geben, aber es wird schon eine andere, ja, eine vielleicht etwas ruhigere Linie gefahren werden. Wenn Erdogan, was noch wichtig ist, da das Parlament ja aber eher in der Regierungshand ist, muss man eben schauen, wie dieser Systemwechsel, den er davor hat, inwiefern der überhaupt richtig möglich ist. Aktuell gibt es ja das Präsidentialsystem, das heißt, Kılıçdaroğlu kann auch viel über Dekrete regieren, aber er hat schon angekündigt, dass er das System wieder ändern will und er will, dass das Parlament wieder mehr Macht bekommt. Wenn Erdogan bleibt, manche vermuten, dass es dann erstmal etwas ruhiger wird hier im Land, weil er sich sehr sicher dann sein kann, weil er es noch einmal wieder geschafft hat. Allerdings denke ich, dass man vielleicht kurzfristig, aber definitiv mittelfristig, langfristig damit rechnen muss, dass sich eben die Strukturen, die er aufgebaut hat, noch verstärken werden, dass es noch etwas strenger hier zugehen wird. Viele Regierungskritiker haben auch jetzt schon Angst davor, dass sie dann für das, was sie im Wahlkampf gemacht haben, verfolgt werden können, sind jetzt schon etwas ruhiger geworden, deswegen auch. Also es wird das System Erdogan wird dann halt fortgesetzt, nur oder eben noch etwas radikaler und stärker wahrscheinlich. Es wird ja eigentlich schon fast überall so geschrieben und gesprochen, als wäre es schon fix. Erdogan wird wieder die Wahl gewinnen, da es eben genau zu dieser Stichwahl kommt, die fällt ihm sozusagen in die Hände. Ist das so? Ich bin mir da nicht mehr sicher, echt gar nicht mehr so sicher wie vielleicht noch vor 2 Tagen oder so. Also es ändert sich alles sehr schnell im Land, aber ich kann auch gar nicht so ganz genau sagen, warum. Es ist so ein bisschen Gefühl, wenn man mit den Leuten spricht, wie die reden und merkt, wie vorsichtig die zum Teil sind.
dass viele gar nicht so direkt sprechen wollen. Und vor allem der Faktor Nationalismus ist eben echt groß, dass jetzt gerade auch führende Ultranationalistenpartei massiv ergriffen haben für die Opposition. Und ich denke, das wird nochmal einen großen Unterschied machen. Also wenn die Wahlen, ja, wenn wir ein Wahlergebnis sehen können, das wirklich genau das zeigt, wie die Leute abgestimmt haben, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Erdogan nicht gewinnt und auch die erste Runde nicht gewonnen hat. Aber auch das ist halt nur die Beobachtung, die ich habe und das Gefühl, das ich habe. Aber die Frage ist eben am Ende, was für ein Wahlergebnis wir sehen werden. Ob es wirklich die Stimmenabgabe 1:1 wiedergibt oder nicht. Mhm. Könnte das dann auch zu großen Protesten kommen oder zu einem großen Missmut sozusagen? Könnte sich das äußern in der Gesellschaft? Missmut ja. Proteste glaube ich eher nein. Also Türken sind allgemein jetzt nicht so ein klassisch demonstrierfreudiges Völkchen. Große Ausnahmen sind die Gezi-Proteste von 2013. Aber ich denke, wenn das nicht irgendwie getriggert wird hier durch ein paar Punkte oder durch staatliche Gruppen, dann wird es, auch wenn Erdogan nochmal gewinnt, auch wenn die Manipulationsvorwürfe sich wiederholen werden, dann wird es hier trotzdem nicht zu Protesten kommen, sondern eher einfach zu einem Status der Resignation oder dass viele sagen, ich habe keine Lust mehr, ich gehe jetzt weg aus diesem Land, ich gehe nach Europa, ich gehe nach Österreich, nach Deutschland oder sonst wo, aber hauptsächlich nicht mehr hier sein. Okay, vielen Dank für diese Einschätzung live aus der Türkei. Marion Sendka, freischaffende Journalistin, die dort lebt und berichtet. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Und das war der heutige Kurier Daily. Mein Name ist Nina Özelt. Geschnitten wurde der Podcast von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik.